Es ist Sonntag, der 31. August. Ich begrüße Sie zu diesem letzten Sommertag. Es ist noch Ferien, auch hier im Wartsaal des Arztes machen die Krankheiten Ferien. Es ist kaum jemand hier. Wir lesen im Losungswort. So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat und weicht nicht weder zur Rechten noch zur Linken. Das steht 5. Mose 5 und dann Markus 12, 29 folgende. Jesus sprach, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Der Mann, der Jesus nach dem größten Gebot gefragt hatte, war wie jemand, der zum Arzt geht, um seinen Blutdruck nachprüfen zu lassen. Er wollte wissen, ob sein Herz noch richtig schlägt, ob es in die richtige Richtung schlägt, ob es gesund ist, ob seine Annahmen richtig sind. Er hat eine ganz einfache Antwort erhalten. Wir sehen, dass Jesus von zwei Herzkammern gesprochen hat, von zwei Geboten, wie damals schon Moses zwei Tafeln von Geboten erhalten hat auf dem Sinai, nämlich eine, die Gott betrifft und die Liebe zu ihm und eine, die die Menschen betrifft und was es heißt, die Menschen zu lieben. Ist der gut? Ja, ja. Merci. Top. Ist ein guter Song. Gesungen? Bin ich gesungen? Also ich würde sagen, vom Herz her das ganz tiptop, ja. Es sind zwei Herzkammern, aber es ist ein Muskel. Es sind zwei Herzschläge, aber es ist ein Rhythmus. Es sind zwei Teile des Körpers, die versorgt werden, aber es ist ein Blut und es ist auch immer gemischt. Es sind nicht zwei getrennte Kreisläufe. Menschen haben manchmal versucht, die beiden Gebote, die gemeinsam das größte Gebot sind, gegeneinander auszuspielen. Aber es hat nichts gebracht. Ich hatte einen Freund, der immer gläubiger wurde und am Schluss hat er mit niemandem fast mehr gesprochen als nur mit Gott. Ich hatte auch einen Kollegen, der anfänglich sehr auf Gott bezogen war und später alles auf die soziale, auf die horizontale Ebene gebracht hat und fast allergisch wurde, wenn man allzu persönlich von Gott sprach. Beides gehört zusammen, wir können es nicht auseinandernehmen. Jesus hat den Morgen früh mit Gott gesprochen, hat den Tag durch den Menschen gedient. Das war für ihn ein und dasselbe. In unseren Herzen gibt es also keine Konkurrenz. Die beiden Herzkammern sind kein Konkurrenzunternehmen. Ein großes Glück für die Ehen, bei denen ein Partner dem Glauben nacheifert, der andere nicht. Dies beides muss nicht zum Zerbruch solcher Gemeinschaften führen. Denn der Mensch, der sich ganz auf Gott ausrichtet, lässt die Liebe zu seinem Partner dadurch nicht leiden, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern es ist die eine Liebe, die sich dann auch für alles und für beides auswirkt. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.